Chol mit CH, Chol-Erik. TCG, Folge, ich hab gesabbert, Folge 222, Pärchentoilette. So, also wenn ich diesmal wieder nicht drin bin, dann muss ich kündigen. Wenn es diesmal wieder nur für die Uncut-Folge gereicht hat bei mir, ja, dann muss ich leider kündigen. Was haben wir denn hier? Intro, Ubuy. Aha, NFL, wat? Was ist hier am stattfinden? Ist das Twitch? Ach, ist ein React. Ach, ich geh mal rein. Ich verspreche dir, wenn du jetzt sagst, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany, bist du drin. Mach mal da direkt rein. Stimmt das? Stimmt das? Stimmt das wirklich? Nee, ist gelogen. Wenn ich einfach sage, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Twitch Clips Germany. Viel Spaß mit Video. Das funktioniert? Ich glaube nicht. Das ist auch Bait. Da sitze ich auf dem Pott und dann grinse ich so richtig, richtig so. Ich scheiße gerade. Was? Macht das jemand? Also ich muss es zugeben, ja, ich gehe manchmal kacken. Aber ich sitze nicht so. Ich bin manchmal schon stolz auf das, was ich leiste, ja? Aber in dem Moment selber, oft, wenn man Großes leistet, ist es der größte Kampf. Und deswegen sitze ich nicht und grinse, sondern ich arbeite. Ja, ich arbeite, ich verdiene mir das. Es ist einfach so. Ist einfach Hulk-Smash. So, das will doch keiner wissen. Doch, das ist wichtig, dass wir mal drüber reden. Denn ich glaube, jeder von euch kackt auch. Ich bin fast überzeugt davon. So, weiter geht's. Dann grinse ich so richtig, richtig so. Ich scheiße gerade. Aber schwitzt du dabei auch? Aber man sah alle Zähne einfach so. Die Schränke ticken aus. Oh, das kenne ich. Oh. Und irgendein Schatten läuft von links nach rechts. Ich hab so Angst, oh mein Gott. Geh nicht zurück. Schränke bewegen sich und ein Schatten. Boah, das ist zu viel für mich. Hä? Ah. Oh. Ja, das kenne ich noch. Oh, die Stelle kenne ich noch. Oh ja. Ja, das kenne ich. Wer möchte Zug fahren? Wer kann nicht? Wer möchte nochmal? Manchmal überlege ich mir, taugt diese Playlist überhaupt für meinen Stream? Ja, und dann habe ich so Musik, habe ich Musik an, ihr wisst, manchmal sowas. Ja, oder Synthwave oder bla. Und ich denke mir immer, taugt das für den Stream? Und dann sehe ich andere Streams und denke mir, wieso mache ich mir überhaupt Gedanken? Wieso mache ich mir überhaupt Gedanken? Oh, fuck. Warte, da war es. Meine Cola ist aufgelaufen. Mein ganzer Boden ist voller Cola. Man sieht's. Oh, man sieht's. Oh, puh. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Starthilfe für den Zug. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nana, die war voll, als sie hier stand. Stellt euch niemals Cola neben den Rechner auf den Boden. Niemals Cola auf den Boden stellen. Es geht schneller, als man denkt. Ein Handtuch zum Saubermachen. Das bringt gar nichts, mich aufzuregen. Seht ihr das? Oh boy. Ich hol mal ein Handtuch. Ich guck mal, ob ich eins finde. Sie können nichts. Ja. Doch. Wow. Wow. Das habe ich zu noch viele nie Kniebalken. Noch nie. Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt was worden. Was ist das für ein aufdringlicher Vin Diesel? Dein Löchern ist nicht zu spaßen. Hier drin auch. Bereit zum Aufbruch? Das Fast. Da muss ich mal kurz nachgucken. Junge, ja. Guck dir das an. Das ist ein großes Tor. Sieht aus wie ein Penis. Das sehe ich ja jetzt eher. Was ist denn das für ein Tor? Hä? Ich sag doch, die Community richtet sich immer noch dem Stream ab. Nun. Ich glaube, die drei Jungs verbacken ihn gerade. Kann das sein? Starfield Bugs, was? Problem gelöst, oder was? Nein.
rechts Text zur Vergabe von VIPs auf dem Twitch-Kanal Didoni. Wer? Paragraph 1. Grundprinzipien und Rechte des Kanalinhabers. Erstens. Didoni ist die unangefochtene Herrscherin dieses Turniers. Ich lieb's jetzt schon. Kein wunderschönen guten Morgen. Didoni ist die unangefochtene Herrscherin dieses Twitch-Kanals und besitzt die unumstößliche Weisheit des Universums. Daher hat sie immer recht. Immer. Keine Widerrede. Ich brauche diese Regeln für diesen Channel. Ich brauche diese Regeln. Ich habe nicht hingeguckt. Vielleicht zählt das. Ja, sie ist weg. Oh, wie arg, so schön. Ich bin in Gefahr. Ich bin da hin. Ah, ich meine, guck mal, bei Pizzabrötchen ist so. Bald wieder VR übrigens, ne? Die Tati baut drüben schon wieder Set auf. Ich werde das wieder mit benutzen, weil es macht keinen Sinn, zwei Sets zu haben. Bald endlich wieder VR. Du kannst ja halbieren und dann quasi zwei halbe essen. Das ist nicht so viel wie ein ganzes. Das ist auch meine Diät. Diese Diät befolge ich auch sehr streng. Funktioniert aber eher semi. Bin ich ganz ehrlich, funktioniert eher semi. Wenn ich vier halbe gegessen habe, habe ich immer noch kein ganzes gegessen. War ja nur vier halbe, ja. Also kann sein, dass ich heute ein bisschen krass lost und müde bin. Oh, schon mal ein Kabel hängen. Es liegt wirklich daran, weil ich echt ausgelutscht wurde heute Morgen. Aber wenn das Spiel die Kamera aktivieren kann, ist es auch nicht so schwer, den Wunder darüber rauszuholen. Zumindest den groben. Ja, okay, stimmt. Ja. Fliege in der Nase? Scheiße, wie heißt denn das nochmal? Das See, aber lang. Was? Und da geht so Wasser von Fluss, Fluss. Ich dachte gerade an ein Aquädukt. Ich dachte gerade an ein Aquädukt. Ich dachte gerade, hä? Oh. Hä? Oh. Hä? Okay. Gesundheit. Oh. Das war ja süß. Oh. Es. Was? Ich zieh sie an der Nase raus. Ach, nee, war nur ein Ast. Schade. Ist hier jemand? Oh, ihn Frosch. Ich hasse Frösche. Ich auch. Lass weggehen. Ja, müssen wir noch hier vorne gucken, ob noch irgendwer da drin ist. Ey, einfach nur Ehre von den Leuten, einfach nur Ehre. Ja, laufen. Ja, warte, hier ist ein Zombie doch drin. Schön, dass sie mitmachen. Wieder einer hinten in der Tür. Die gehen alle hier hoch. Oh, jetzt hast du... Oh. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Tanzt hier! Guck mal, Breakdance. Jo. Wenn mich jemand nicht macht... Ich, da ich das Spiel nicht kenne... Also ich kenne Hans Showdown, das Game an sich schon, hab's aber nie gespielt. Ich verstehe aber, das Piano baitet quasi die Zombies und die stehen alle vom Piano und machen dann nichts mehr. Habe ich richtig verstanden, ne? Jo! Ah, okay. Wenn mich jemand nicht mag, dann biete ich hiermit offiziell an, dir hiermit die Einladung ausgesprochen, dich ganz, ganz fest zu umarmen, weil ich glaube, dann ist alles wieder gut. Ich würde die aber auch so nehmen, die Umarmung. Ich würde die auch so nehmen. Also wenn ich ihn dafür erst nicht mögen muss, das ist ein hoher Preis, ja, aber ich würde die Umarmung auch so... Ich gut, die trotzdem. Ich nicht. Und du umarmst auch, aber ein bisschen fester. Wartet, wartet, wartet. Ich glaube, ich habe es hier auf von Video Horst. Moment. Nein! Video Horst? Was? Oh mein Gott, ist der Stream abgebrochen? Ich frage für eine Freundin. Ja, der ist nicht mehr da, der Stream. Ich frage für eine Freundin, ist der Stream noch an? Ja, wir sehen dich nicht mehr. Normalerweise beendet. Nein, nee. Scheiße. Stream ist aus, fuck. Ja. Hier würde der Chat sagen, ja, Stream ist abgebrochen. Der würde auch noch darauf antworten, ja, und denken, dass ich darauf reinfalle, aber. Das würde der Chat hier machen. Ja, bei ihr, nein, nein. Da ist einer, ja, Stream ist aus. Einer Antwort, aber ich weiß genau, wie es hier laufen würde. Nein, nein, nee, alles gut, ich sehe dich. Das wäre nicht der Chat hier. Das. Also, da kann man auch mal zuschlagen. Habe ich gerade auf Amazon gefunden. Leiser? Leiser, es reicht.
Es reicht jetzt. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Und es ist immer noch wegen der Katze. Es reicht, Leiser. Ja, deine Vendetta muss ein Ende haben. Du musst den Hass beilegen. Und da unten steht, da unten im Chat, das ist doch der Typ mit der Katze. Lese ich da schon im Chat. Leiser, du musst einfach diesen Hass ablegen. Diesen ewig währenden Hass. Du musst ihn hinter dir lassen. Es ist einfach, sein ganzes Leben sich nur mit Hass zu beschäftigen, da kommt nichts Gutes bei raus, ja? Du kannst ihn vielleicht rauslassen mit einem Boxsack eventuell oder vielleicht Comedy gucken, hilft auch, ja, sich mit positiven Dingen beschäftigen, Katzen mit Namen in Spielen erschießen hilft oft. Du könntest auch generell vielleicht Shooter spielen oder so. Da gibt es viele Sachen, wo man vielleicht ein bisschen Stress ablassen kann. Da gibt es viele Sachen. Aber du musst einfach den Hass auch hinter dir lassen. Das ist wichtig. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Ja. Ja. Ich bin so beeindruckt von diesem Skill an Marketing, wie er eine Katze erschießt, die einen Namen hat. Ich habe es genau gewusst, dass sie immer noch davon zehrt, ja? Auch Jahre später, das liegt inzwischen Jahre zurück und die Leiser ist immer noch nicht drüber weg. Über diese Namen, diese namhafte, ja, ist ja nicht namenlos, diese virtuelle Katze, die überhaupt nicht real existent ist und die sehr aggressiv auf diesem Bus gelegen hat. Ja, sehr aggressiv, möchte ich nur mal sagen. Es war Notwehr auch. Um dann I Hate Gronkh Merchandise zu vertreiben. Das ist nicht von mir. Das ist, aber ich, es sollte von mir sein. Eigentlich wäre es smart, das wirklich, das sollten wir mal tun. Ja. 506. Eigentlich wäre es smart. 5061. 5061. Bäh, du Drecksau! Ey, wirklich, wirklich, wenn er nicht so laufen würde, während dein Monster kommt, wenn er wirklich, wenn er sich ein bisschen beeilen würde, weißt, wenn er nicht so, wenn er ein bisschen Gas gibt, wenn er ein bisschen an, weißt, was ich meine? Hängt ihr das so auf, dass das Blatt hier vorne ist? Ach, Toilette, Papier. Oder hängt ihr das so auf? Papier immer noch vorne. Dass das Blatt... Von da hinten. Ja. Ja. Sieht genau gleich aus. Ja. Papier immer vorne. Immer vorne. Wichtig. Ach, wie süß. Guckt mal. Eine Parsches-Toilette. Oh oh. Wenn man mal zusammen schlecht gegessen hat, kann man trotzdem noch viel Zeit zusammen verbringen. Oh. Erdbebendetektoren? Es gibt in Japan ein sehr nützliches Hilfsmittel, einfach an eine Wand kleben und wenn sie sich bewegen, gibt es bald ein spürbares Erdbeben. Was? Da war so ein cooler Augen, ne? Erdbebendetektoren. Ach komm, lösch dich. Ja, das war klar. Cooler Augen sind der Shit übrigens. Leute sollten viel mehr Cola-Augen in alltäglichen Gegenständen anbringen. Hä? What the fuck? Das waren Seepferdchen. What the fuck? Das waren Seepferdchen. What the... Was sollte diese Scheiße jetzt bitte? Weh, die heben jetzt wieder ab. Natürlich, das war so klar. Ich hasse das! Ich will nur das Schiff klauen, aber die hauen immer ab. Nee, ich habe ja auch ein neues Mischpult. Wow, das mischt das Bild aber gut durch. Scheiße, ich hätte es nicht anfassen dürfen. Ja. Gutes Mischpult. Houston, we have a problem. I love you when you're singing that song and I got a lump in my throat cause you're gonna sing the words wrong. I just gotta know. Hä, wie kann eine Katze denn so süß sein? Ich kenne nur Purzel und die ist immer weggegangen. Oh, meine Tastatur in die Kamera. Ich hoffe, das Kabel reicht. Und ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Hier. Die Katze hatte keinen Namen. Hä? Sieht ein bisschen aus wie ein dicker Frosch, ne? Ein Hamster. Und da sind meine WASD-Tasten. Die komplett langsam absplittern. Ja. Liebste Onea, nicht mal der hinterste Hinterwald kann dich von deinem Mindset als
Entrepreneurin? Entrepreneur. Ja, das ist immer das Wort, was Leute, die gerne Business machen wollen würden, das haben die immer im Twitter-Profil oder im X-Profil stehen. Wenn da immer steht Entrepreneur, kannst du sicher sein, du kannst da ein PDF kaufen oder irgendeinen anderen Scheiß. So, das ist immer, das ist, ja, dieses Wort ist das. Genau dieses Wort. Das Leute benutzen, die gerne wichtig klingen würden. Das Wort ist das. Entrepreneurin abbringen. Ich zeig euch mal was. Oh oh. Oh oh. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Die lag da schon so, ich hab damit nichts zu tun. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist tot. Das ist ein Hund. Damit trifft es mich ja nicht. Aber ich war das nicht. Das ist. Ich habe das Gefühl, die Musik, auch ein bisschen das etwas rote Gesicht. Ich habe das Gefühl, ja, manche Leute sagen jetzt Rezo, aber ich muss gerade an den Joker denken, die frühen Jahre. Oder? Das ist so ein bisschen Joker Origin Story. Noch vor Arthur Fleck. Ich bin jetzt offiziell verrückt! Ja! Sehr gut, Charlie, du hast so gut geknetet! Du hast so gut geknetet, Charlie! Nicht erschrecken, nein, nicht erschrecken! Wie hast du mich denn angeguckt? Hä? Was denn? Oh oh. Was denn? Habt ihr den Blick gerade gesehen? Oh. Ja, er war gerade zu hektisch, ja, vorne. Ja, ja. Ah, meine Bildschirme sind schwarz. Oh. Nein, ich will nicht, dass Änderungen vorgenommen werden. Was soll das denn? Auch das ist mir bei Cyberpunk-Aufnahme passiert, bei Phantom Liberty. Auf einmal war das Spiel im Hintergrund und ich war auf meinem Desktop, warum auch immer. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwas hat getriggert, dass das Spiel einfach plötzlich nur in der Desktop vorne war. Ich weiß nicht, warum. Hallo? Bruder! Hä? Ist ein Windows 11 Bug? Oh, ich bin's okay. Nicht. Ich hab meine Handy hier. Doch, warte. Ja, du hast aber noch. Weil der dritte hat. Ja, was ist da mit der dritten Hand hier? Mach die mal weg jetzt. Da. Hör auf! Das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Das ist so nicht. Es ist so dumm hier, dieser. Dankeschön, danke. Ja. Sieht immer aus, als wenn das brennt. Ja, und alles sieht schön. In das Altenheim, ne? Aber geräucherte Ware hält sich länger, habe ich gehört. War der schon wieder böse. Ist das ohne Filter? Das kommt, die Frage das ist doch bestimmt im Chat, oder? Die Frage ist bestimmt im Chat. Die erste Frage, ist das jetzt ohne Filter dann? Ich hätte den Filter wahnsinnig gerne bei OBS irgendwie drin, wenn das geht. Hm. Ich sehe aus wie der neue Hauptcharakter von Hereditary oder so. Mann, das ist ein typischer Titeltacho, hier spinnt alles. Also kann ich euch wirklich erzählen, was zum Geier? Ah! Hä? Ah! Hä? Hallo, Spiel? Oh, cool. Hier spielt Spielwelt. Warte mal, stoppt jetzt, hallo. Nice. Ja, das ist falsch. Guter Checkpoint. Fuck you jetzt. Sehr das guter Checkpoint. Ja. Guck mal, du gehst als Creator aus der Red Bull Lounge, ne? Und hast den Red Bull mitgenommen. Und alle draußen dann diesen hier. Wartet. Schwöre, Bruder, gib mir bitte, komm schon, bitte gib mir einen. Ey, ich schwöre, ich küsse dein Herz. Bitte, gib mir. Unser wahres Gesicht. Nein, wir sind wirklich noch Vampire. Nein, wir sind nicht Vampire. Das doch, ist schon wir sind noch Vampire. Nein, safe wir sind nicht. Alter, die Gesichter sehen voll aus wie Bethesda-Gesichter. Die sehen beide aus wie Bethesda-NPCs. Weißt du, was ich meine? Also dieses leicht Merkwürdige dabei immer? Nein, wir sind wirklich noch. Es war ein alter Filter bei Matti. Wirklich. Gut, dass du uns das erklärt hast.
da wäre keiner drauf gekommen. Das ist schön, dass du das wirklich nochmal erwähnst. Das hätte ja keiner gedacht. Entschuldigung, wo kam der denn jetzt her? Natürlich war das ein alter Filter. Das hat man, hä, wie, das kann man, hä? Das ist aber, ach so. So, warte. Aktualisiert. Unser wahres Gesicht. Nein, wir sind wirklich noch Vampire. Nein, wir sind nicht Vampire. Das doch, ist wir sind noch Vampire. Nein, wir sind, nicht. Wir sind nicht eingefroren. Hundertprozentig nicht. Siehst du, wir sind Vampire. Oh. Siehst du, wie mich meine Mund bewegt? Was? Ha, 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 ha. Wir müssen balancieren, das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, macht es mal. Oh, den Raum kenne ich aus dem Backrooms. Ja, ja, das hat schon gut balanciert. Gut wow. Balanciert. Das Balancieren ist hier was. Oh, nein. Nein! Hä? Das ist ein Tor! Komm, schon, geh doch rein. Wow. Richtig wild. Der geht richtig wild. Als ob. Als ob. Wieder da. Aber wie war das Kanton? Nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, die arme Frau! Oh Gott! Oh. Alter, wie gestaged sah das bitte aus? Das muss todesgestaged ausgesehen haben, weil ich bin hier reingetreten! Oh oh. Tu es nicht. Oh! Wow. Gefangen vom Kopfhörerkabel. Ich muss sie tatsächlich ein bisschen lockerer nähen. Also. Sieht bequem aus. Ein bisschen meine ich. Krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krass oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lockerer nähen. Das sieht super bequem aus. Daniel? Ist eher so aus dem Bondage-Bereich, glaube ich. Ich glaube, das ist aus dem Bondage. Ja, ich glaube, dafür ist das dann. Ja. Hilfe! Hilfe! Sie trägt das heute noch. Hilfe! Die nächsten 4 Jahre wird sie diese Jacke noch tragen. I'm stuck. Hä? Was? Warum? Bunwing Speedtech? Ich wurde gebannt, weil das Spiel gedacht hat, ich habe einen Speakwings. Warte mal, was? Lul. Bunwing Speedtech? Ich wurde gebannt, weil das Spiel gedacht hat, ich habe einen Speedtech drin? Würde mich persönlich sehr ärgern. Okay. Pass auf. Ah, geil. Der. Boah, es ist schwierig. Och nee, oh nee, das ist dieses Magie-Eis. Oh nee, komm, nee. Der Geschmack nee. Actually richtig geil. Ja. Und nee, komm. Der Nachgeschmack, der ist auch involviert. Ja. Genau nee, Micha, hör auf jetzt. Ah, Magie-Eis, ah. Hier, Sailor Moon. Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Im Namen des Mondes. Vielleicht fühlt man sich einfach mit solchen Aufnahmen wohler. Vielleicht jetzt hört doch mal auf, darauf herumzureiten. Er hat ja schon das Achievement auf Twitter gemacht. Warum? Es ist, ich hab doch, das war doch nur ein Test. Dann, worum es ging. Das wird wirklich nie enden. Ich habe so viele witzige Sachen im Stream mal gehabt, irgendwann bestimmt. Und das ist jetzt das Ding aber. Ja, das Achievement habe ich gesehen. Sie ist Porsock, du Monster. Die war sehr aggressiv. Die saß da sehr aggressiv. Das muss aufhören. Ja, so. Jawohl. Ich war ein bisschen doll. Jawohl. Moin. Ich bin jetzt auch irgendwo, oder? Ja, im Internet. Wo? Twitch. Twitch. Conny, Twitch. Hey, Conny. Ist doch Conny. Ronny! Hallo, ihr wolltet mir ein Foto machen und ihr wisst gar nicht, wie ich heiße? Doch! Ronny! Wie viele Leute noch nicht? Oh Gott! Ach, die wollte das Eis haben! Die wollte das Eis haben, ich verstehe! Okay. Oh. Mein Name ist Tim Horus und warum ich als erstes werfe, seht ihr jetzt. Ha!
Darum wirft er als erstes. Erstmal die Messlatte runtersetzt. Timmy. Du musst übertreten. Du schaffst das jetzt. Perfekt. Mein Name ist Tim Horus und warum ich als letztes werfe, seht ihr jetzt. Ja, perfekt die 9 getroffen. Oh, die Möwe hat das Eis? Ich muss mal ganz kurz eben gucken, warte mal. Ich muss noch mal kurz zurückspulen, Entschuldigung. Warte. Wie viele Leute? Oh ja, da ist nur eine Kugel drauf jetzt. Auch nicht? Und da ist die Kugel weg? Okay, krass. Boah, Möwen, ne? Möwen sind so eine Arschlöcher einfach. So richtige Arschlöcher. Aber es ist immer lustig. Was soll ich sagen? Wenn es einem nicht selber passiert. Mein Name ist Tim Horus und warum ich als erstes werfe. Möwenpick, ja, Möwenpick. Das kann nicht sein. Aber close. Ja, oder runtergefallen, kann auch sein. Timmy. Gehe davon aus, dass du das Eis hast. Mein Name ist Tim Horus und warum ich als letztes werfe, seht ihr jetzt. Ja, perfekt die 9 getroffen. Oh Junge. Möwen verschlingen auch kleine Hasen. Ich habe da neulich, glaube ich, ein Video gesehen. Ich glaube, da habe ich neulich erst ein Video zu gesehen. Und das war ganz furchtbar und ich wünsche jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da gegessen hat. Es könnte ein kleiner Hase gewesen sein. Aber es war... Boah. Ich glaube, es war eine Ratte. Ich glaube, ich habe das gesehen mit einer Ratte, wo dann noch dieser Rattenschwanz aus dem Schnabel hing am Ende. Das war, oh, das war echt widerlich. Pelikane sind noch garstiger. Ach, das war ein Eichhörnchen. Ah, ja, stimmt, ihr habt recht, das war ein Eichhörnchen. Es war wirklich ein Eichhörnchen. Wo am Ende noch dieser buschige Schwanz da, glaube ich. Ich glaube, wir machen dasselbe Video. Furchtbar. Boah, Junge. Mein Name ist Tim Hohen. Pelikane fressen Tauben. War das nicht so, dass die Pelikane die vorher im Schnabel ertränken oder so irgendwie? Kann das sein? Ich meine da irgendwann mal irgendwas gesehen zu haben. Oh, Alter. Horus, und warum ich in der Mitte werfe, seht ihr jetzt. Gut. Gut. Hä? Ah. Das ist diese sehr realistische Simulation, ne? Was? Umgeparkt. Das Nothing That I wouldn't do. Alles würde ich machen. That's not the way I can show me how you wanna show me. Tell me, baby, cause I need to know how. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt schaffe, weil ich tatsächlich sehr... Warte mal, die kenne ich. Weiß die Lieben bis dahin schon Oh, nee, die kenne ich doch nicht. Entschuldigung. War mein Fehler. Fallschaden gibt's übrigens nie auch. Nie gesehen, die Frau. Unangenehm. Jetzt, er dreht sich. Jawohl, ja. Und los geht's. Wir angeln. Von der Luft aus, Leute. Wir angeln. Dankeschön, Zobo, für diesen kreativen... Was? Für diesen sehr wichtigen Moment. Oh, wie süß. Für diesen kreativen und... Oh, wie süß ist das denn? Für diesen kreativen und sehr wichtigen Hinweis. Dankeschön. Alles, was man raten könnte, habe ich verfehlt. Oh, ist das süß. Und nur die Sachen, die ich wusste, habe ich gewusst. Ach so, ah. Okay. Dieb. Mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Oh Gott. Ja, und was ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Ich glaube, ich will diesen Filter. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug... Schön, dass du da bist und danke schön für dein sehr Follow. Klein, sehr eng. Sehr klein und eng. Okay, Andi mag nicht klein und eng. Sehr wenige Waffen. China ist raus. What? Was? Ist Babykatze ein Codewort für irgendwas? Nein, er hat wirklich eine Babykatze. Als ob ich zu Onkel Tobi fahre, weil ich was anderes will, als seine Babykatze zu sehen. Oh mein Gott, du dachtest, ich meine seinen Penis? Penis! Was? Das war kein Filter? Meinst du, der ist aus der Matrix gefallen? Oder war das, ich habe gerade gelesen, war das die Elgato-Cam? Happy Birthday!
Kiefer kann so krass singen. Die kann. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Die kann so krass singen. Holy shit. Holy shit. Also wenn ihr mal, ne, müsst ihr mal gucken, Ifas Core auf Twitch. Unfassbar. Und growlen, offenbar auch. Ja, growlen natürlich auch, klar. Aber auch singen. Vor allen Dingen singen. Und growlen. So. So, wie leicht sich dieser Erik mal aufregt. Der ist schlimm. Schlimm mit dem. Der ist einfach ein wandelnder Choleriker. Cholerik. Das erklärt alles. Chat, nein. Einfach nein, Chat. Nicht schon wieder. Nicht Kohl-Erik. Nein, es ist nicht Kohl-Erik. Es ist Chol-Erik. Chol mit CH. Chol-Erik. Ach, leck mich doch. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Fliege, so eine tote kleine Fliegenfliege. Was? Frostfliege, nee, wie heißt die? Flogenfliege. Eine Flairfliege. Das ist eine Flairfliege. Hallo! Fruchtfliege, dankeschön. Hey! Ob es hier jemanden gibt, den wir vielleicht. Oh ja, nein, der macht auch Feierabend. Der ist auch ein ganz lieber Kerl. Ist ein lustiges, sympathisches Kerlchen. Der nein, Bardock. Der guckt bei mir gerade rein. Wir gucken uns gerade gegenseitig zu. Unangenehm. Hallo, Bardoxen, wie geht's dir? Hi, wie geht's dir, du geile Sau? So, wer... Problem ist, Ost-Blondinen-Witze sind auch alle nicht lustig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu blöd bin, zu verstehen, weil ich blond bin. Oh Gott. Habe ich gerade selber einen Blondinenwitz über mich gemacht, ohne das zu merken? Naja, es gab in den 80er, 90ern, jetzt kommen wir da, ne? Opa erzählt wieder vom Krieg, es gab immer kleinen Fritzchenwitze und Blondinenwitze, haben wir, glaube ich, in meinem Minecraft mal drüber schwadroniert und ich hatte dieses uralte Witzebuch und holy shit, die Witze waren so scheiße. Die waren halt wirklich, eigentlich, die waren alle nur super unlustig und unangenehm. So, einfach, oh, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ja. Oh Gott. Habe ich gerade selber einen Blondinenwitz über mich gemacht? Und ja, oder Manta-Witze. Ja, das war... Oh. Das zu merken? Oh Mann, die sind so blöd. Die Karten sind übrigens normal ja, groß. Ja, komm, sag es. Sag es. Franzi. Das ist gerade die Familie von Lillimon, die da spielt. Komm, das war einer meiner besseren. Welcher Pfleger hat dem alten Mann eigentlich schon wieder Zugang zum Internet gegeben, hä? Ich würde eher auf die Fresse hauen für diese Aussage, aber ich habe keinen Bock, mich zu ducken. Ich denke mir auch bei einer Frau mit einer schönen Oberweite geile Titten. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Okay, ich spule mal zurück, ja? Warte. Nee, die, hier nicht auf die. Nee, komm, na, mal, die wollen wir nicht so, warte. Ich denke mir auch bei einer Frau mit einer schönen Oberweite geile Titten. Ich sag's ihr nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Aber ich denke mir, das ist aber wunderschöne Melonen. Gut. Wenn ich die Aussage getroffen hätte, dann wäre das wieder ein Thema auf X gewesen. Ich weiß es doch wieder. Aber, und dann so im Gespräch, weißt du, hier sind so die Augen und du im Gespräch immer so. So hoch konzentriert. So, ja, das Standbild, ja, okay. Das ist, das ist Milchbaum. Ich glaube, das ist normal. So. Wo er recht hat, mir fällt sowas ja gar nicht auf. So, ich mach weiter. Das ist aber wunderschöne Melonen. Ja, ist wie Sprüche mit T-Shirt lesen. Du guckst einfach nicht hin. Du bist so erzogen, dass du einmal nicht hinguckst und du willst aber diesen Spruch lesen, das hat man neulich schon, du willst diesen T-Shirt-Spruch lesen, aber du darfst einmal nicht hingucken. Weh. Oh ich bin direkt Gott, kaputt. Das Willen! Aber das muss ich jetzt auch ausprobieren. Nee. Oh. Nee. Ah, nee, ja. Wenn die Moonigang ab früher morgen Twitch Lips Germany guckt, dann kommt sowas raus wie sowas hier. Ich mach das jetzt weh. Ich bin eh so ein Esel. Ihr kennt doch Schreck. Esel fickt ja mit dem Drachen. Bitte was? Nee, ich mach das nicht wegen meiner Zähne. Entschuldigung, nicht böse sein. Hab da Komplexe über die Jahre aufgebaut. Ich werde sie wieder abbauen, ja, sobald die Zahnarztgeschichte durch ist. Ihr seid ja informiert. Irgendwann mache ich es mal nach.
So, sie hat recht. Ja, im Grunde genommen hat sie recht, aber ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass so konkret ausgesprochen wird. Ich mach das jetzt weh. Ich bin eh so ein Esel. Ihr kennt doch Schreck. Esel fickt ja mit dem Drachen. Ja, ist im Grunde genommen, ist im Grunde genommen richtig. Machen wir jetzt auch. Du hast so schöne... Au, ja, du bist gar kein Drache. Ich dachte, das Feuer kommt vom Drachen. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Das Ding ist, komisch. Ich bin nur eine halbe Katze, deswegen wird Gronkh mich nicht töten, oder? Ja. Es ist das einzige Thema bei mir immer. Warum? Ich bin so tierlieb, ja? Und nur weil ich diese eine Katze aus ihrer Misery befreit habe, aus diesem Kackspiel, ja? Die hat es wenigstens hinter sich gehabt, ja? Die wurde aus diesem Spiel entfernt. Mann, die hat doch, die wollte das ja auch. Niemand möchte in diesem, niemand möchte in, wie hieß das Spiel nochmal? Da will keiner drin sein. Oder? Nehme ich nur eine halbe Patrone. Das ist gemein! Was? Er hat ja gesagt, er tötet Katzen nur, wenn sie einen Namen haben. Oben links, every Luna ever. Ich sehe den Namen, ich sehe die Katze, ich sehe Potenzial. Und ich habe einen Namen, soweit ich war. Gut. Schönes Ende. Sehr, sehr schönes Ende. Aber es muss mal, es muss langsam ein Ende finden. Ich brauche mal ein gutes Image langsam.